Hallöchen, da sind wir wieder mit einer Fazbo-Partie, aber heute mit einer besonderen Partie. Wir möchten mal ein bisschen Challenge machen. Dazu vielleicht auch noch einen Aufruf, wenn ihr eine Idee habt für eine interessante Challenge, dann lasst sie uns ruhig zukommen. Kommentar unter dem Video. Wir machen nicht alles, was man uns dann erzählt, aber es muss Spaß machen. Also keine Challenge, die uns irgendwie quält oder so. Sie sollte spielerisch auch Spaß machen. Auch wenn das andere gerne sehen würden. Ja, das ist egal. Dann macht es selbst. also irgendwas, wo wir dann selber auch für uns sagen, ja okay, das macht Laune, das ja, schauen wir mal, ob das Laune macht. Genau. Wir selbst machen heute eine Challenge, die hoffentlich Laune macht. Wir gucken mal. wir haben zwei verfluchte Gegenstände jedes Mal und wir müssen beide Gegenstände auch benutzen. Das ist unsere Challenge. Egal was es ist, es sind natürlich zufällige. Und wenn es Tarotkarten sind, müssen wir mindestens 5 Karten davon ziehen. Alles andere müssen wir einfach nur ganz normal benutzen, wie es gedacht ist. Und damit es aber nicht zu übel wird, haben wir zumindest zwei kleine Vorteile. Wir haben etwas mehr Verstecke als üblich und wir haben Geistergeschwindigkeit, weil wir häufiger Geisterjagden auslösen werden, haben sie auf 75%. Das dazu. Und damit können wir dann mal in Tanglewood loslegen. Ich sehe zwar nichts, aber passt schon. So. Lexi hat neues, frisches Internet. Mal gucken, ob sie damit schneller im LKW ist. Glaube nicht. Gespannt. Ich schätze auch nicht. Das ist kein Internetding. Ich glaube auch. Da presst sich gerade dein Avatar wieder durch die Leitung, durch die Firewall. Deswegen hat die so fettige Haare, damit sie besser durchflutet. So wird das sein, ja. Ja. Zirp. Da bin ich. Nee. Und wie schnell war das? Wie immer, ne? Ja, glaub schon. es ist ja immer leicht schwankend. Also mal etwas länger, mal etwas weniger. Aber es war eben ich glaube nicht, Bereich. Ich war ja jetzt nicht irgendwie mit einem Modem drin. Das heißt, so viel werde ich da jetzt nicht merken an dem Spiel. Aber Taschenlampe kann ich anmachen. Ja, zum Beispiel. Weil so viel greift es eigentlich nicht. 100 Mbit waren jetzt auch nicht so lahm. Nein, natürlich nicht. Deswegen. Also jedenfalls nicht. Will ich jetzt keinen Schnelligkeitsrausch kriegen. Nein. Spurte da durch. Oh nein! Die Bremse, was hast du gefunden? Die haben eine Spieluhr gefunden. Oh scheiße, ja, die musst du leider benutzen müssen. Aber zuerst will ich wissen, wo er ist. Ja, hast du recht. Die benutze ich nicht jetzt. Verstehe. Okay, Lexi muss dann die Spieluhr benutzen. Ich werde dann den zweiten Gegenstand, den wir finden, nutzen. Ich will hier auch mal gucken, wo ich mich verstecken kann. Ah, Pong. Bei dir? Okay, ja. Ah, scheiße, der Schrank ist voll. Das war jetzt oben. Moment. Oben? Ach so. Ja, hier. Ja, gerade war mehr so Richtung Kellertreppe, aber es scheint hier oben so der Bereich zu sein. Schon einen zweiten Gegenstand gefunden? Ja, Uja. Oh, das ist ja... Ja gut, dann wird mir aber Sanity wegziehen. Ja, es wird dir Sanity wegziehen, aber... Ja... Die Spieluhr ist für mich genauso. Also ich gehe ja nicht raus dabei. Ne? Ach so, du musst drin bleiben. Ja, natürlich. Ah. Ich dachte, du stellst dich da an die Tür und guckst. Nee. So, ich stelle dem Geist mal irgendeine Frage. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich mich verstecken soll. Wo bist du? Living Room? Oh. Living Room. Ja, die Kamera hier auch. Oh, ein Hauch. Hauch!
Goodbye. Er kam auf mich zu, der Hauch. Ja, reagiert letztens nicht mehr so. Doch, jetzt hat er reagiert. Okay. Aber nicht auf meine erste Ansprache. Okay, Living Room. Ja. Da kam mir auch der Hauch entgegen. Echt, ey, wie so eine Zini, weißt du? So, so. Der Living Room ist natürlich auch weit gefasst, ne? Das... Ja, geht so. Du hattest gefriert, glaube ich, gerade. Echt? Ja. Hier nochmal gucken. Ja. Ich sehe das jetzt gar nicht. Hast du. Wahrscheinlich wieder. Das hatten sie ja in dem Vorbericht zu den nächsten Veränderungen, hatten sie das ja schon geschrieben, dass das wohl teilweise nicht synchronisiert ist, diese Sachen. Und das wollen sie auch verbessern. Oh. Gut, wenn wir Gefrier haben. Oh, du solltest mal was essen. Ja, natürlich, das habe ich mir schon gedacht, deshalb bin ich ja rausgekommen. Ich habe noch kein Versteck gefunden, was mir passt. 33. Was ist mit dem Schrank hier? Ist der leer? Der ist auch voll. Sag mal, wie viele Verstecke hast du denn ausgesucht? Hoch. Wir sind zweithöchste Stufe. Sehr hoch, ja, ist das Einzige, was noch drüber gefunden. Geht. Ja, das ist dann schade. Ne? Alle Schränke voll. Sehr das schade. Einzige, was wäre die Kammer hier, aber oder das ist auch nicht so. Ja, ne. Nix. Ich kann nur sagen, was ich getan habe. Also. Ja, ja. I know. Aber hier ist nichts. So, Kreuze sind ja erlaubt. Ich bin das leer in der Garage. Was ist da? Keller vielleicht ja auch. Hm. Das geklopft gerade? Das ist ja irgendwie ein Klopfen. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Dann nicht. Where? Hast du jetzt den Dings wieder mit rausgenommen? Ja, ich hab. Weil er gerade hier eine Tür bedient hat, das hätte ich mir gut angucken können. Naja, gut. Ich mach grad noch was und dann komme ich wieder an. Da holt Brio gerade Salz mit. Achso. Ja, jetzt. Hast du bist. So, ich nehme mal lieber noch ein zweites Kreuz. Was haben wir denn an Aufgaben? Schreib ein Buch. Ach, Scheiße, das klingt so dämonisch, oder? Könnte sein. Paranormales Geräusch aufzeichnen. Ja, komm, ich nehme mal das mit. Ich will doch nicht bei einem Dämon Dämon eine Spieluhr betätigen. Ja, hallo? Das muss er aber. So, die Challenge. Ich wollte eigentlich nicht die Box noch benutzen. Kannst du sprechen? Ich habe ziemlich Signal auf dem Parabol, obwohl ich. Ja, das kann auch der Dot sein. Naja, stimmt. Der wird sein. Kannst du sprechen? Schrittsignal habe ich eine Menge. Hast du ein Buch fotografiert, ja, ne? Mhm. Das ohne Jagd als Aufgabe. Ein Keller ist gar kein Spind, also das sollte man nicht versuchen. In den Kühlschrank kann man nicht rein, ne? Nee.
No, no. Aber ich würde jetzt langsam mal versuchen, die Uhr zu dienen. Ja, mach das. Das ist ein bisschen doof. Ich wollte eigentlich... So, wo gehe ich denn am besten hin? Naja, am besten so, dass du den Weg zum Spind schaffst. Auf. Hat er Strom ausgemacht? Keine Ahnung. Ja. Okay. So, hä? Wo ist denn die jetzt? Ach da. Ah. Auf geht's. Gott, ey, das ist böse. Nein. Oh Scheiße, das geht schon nicht gut bei mir. Ich bin außerhalb des Spins. Ich habe vollkommen die Kontrolle verloren. Gut. Erste Mal schon mal super geglückt bei mir. Oh. Ist noch dran, ne? Kommt aus dem Keller hoch gerade. Zimmer und jetzt in die Garage. Okay, ist weg. Nicht schön neben den Spinter gestellt, ey. Idiot. Scheiße, psch, psch, psch. Ach, raus. So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was es ist. Ne, stimmt. Ein Beweis fehlt ja noch. So. Ja gut, dann habe ich ja schon mal für die Folge meine Quote erfüllt. Hm. Könnte aber sein, dass es nicht das letzte Mal war. Sehr langsam war sie. Ja gut, aber 75% Geschwindigkeit. Hm. Also das ist dann in dem Fall jetzt Normalgeschwindigkeit. Ah, was fällt denn weg? Okay. Ah, ja, Dämon also, hätte Fingerabdrücke. Ja, Dämon hätte wahrscheinlich auch schon viel früher angegriffen, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich war ja zwischendurch auf 30%. Also hätte er, Moroi hätte eine Box. Ja. Shade EMF. Dots fallen raus. Hopp. War auch nicht zu sehen, ne? Ein Orb hätten wir ja gesehen. Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Wo bist du? Ich glaube, dass das ein Shade ist. Shade? Ja. Du darfst nicht vergessen, er ist ja nur aufgetaucht, weil du ihn mit der Spielbox geholt hast. Sonst hat er sich ja nicht blicken lassen. Ja, und er hat aber auch kein Kreuz angesenkt, ne? Dabei. Ich weiß doch gar nicht, ob das dann passiert, wenn man sowas macht. Hm.
Ja, dann hat er eher im F5. Ja, dann mal ein Shade. Dann fahre ich mal, wa? Mhm. Welcome back. Hey. I've got some jobs ready for you. Gestorben. Minus 50%. Ja, ja. Aber immerhin, der Shade war richtig. Mhm. Seien Sie bereit. Also schon alles drin? Oh, ich danke. Hm. So, das nächste Mal bitte nicht so talentiert am Spind vorbeilaufen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Boah, ich habe die Spieluhr angemacht und er war sofort und fort. Ja. Ich traue mich gar nicht, in den Keller zu gehen. Obwohl, hier passiert ja eigentlich nichts im Keller. Oder doch? Ja, doch, genau. Kann alles. Oh. Hast du was gefunden im Keller? Ja. Was haben wir denn da? Ja, was haben wir wohl? Ein Pentagramm haben wir im Keller. Oh, das ist doch wunderbar. Habe ich ja Bock drauf. Das ist ja schön. Da habe ich Bock drauf. Wir sitzen hier mit Verstecken aus. Beide zu. Ja, geil. Keller kann ich mir noch nicht mehr verstecken. Ja, muss ja auch nicht in den Keller. Ah doch, muss ja wohl. Schade. Ja. Ich nicht. Ja. Ja, da ist die Spinne in der Garage wieder frei. Ein Spind frei. Es ist ein Spind frei geworden in der Garage. Ja. Oh, hier ist eine Tür. Hier, ich schmeiß deine. 5! Oh. Küche, Badtür. Ich habe noch keinen zweiten Gegenstand gefunden. Wow. Wow. Nö, miep, nö, miep. Das ist. Schreib mal da rein. Bist du hier? Oh. Das ist schön für dich. So, wir haben eben erfunden, wir haben Box. Oh, okay. Dann sind. Fingerabdrücke raus. Mit Gespenst Zwillinge. Das ist relativ. Was fällt denn da raus? Fingerabdrücke und Orb fällt raus. Orb fällt raus. Okay, okay. Gespenst können wir ja checken. Sie. So, ja. Ich möchte keine Äußerung dazu, was ich jetzt gemacht habe. Okay. Ich weiß ja nicht, was du gemacht hast. Ich hab das Stativ ohne Kamera mit rausgetragen. Ah. Wow. Ah. Boah. Ah. Wasser. Das Mundgeruch, Alter. Also das war eine volle Jagdvortäuschung hier. Oh. Schon ins Buch geschrieben, oder? Was? Echt? Ja. Warte. Ja. Ich sehe das gerade so schlecht. Das ist irgendwie so schwach reingeschrieben, aber. Spirit.
Spirit. Oh, Spirit. Das fängt da auch noch an. Ja, Wasser zu. Spirit. Okay, also Kerze, Bewegungssensor, das kann man noch machen. Ja, und es fehlt noch ein zweiter Gegenstand. Ja, ich, ja. Ich hatte ihn noch nicht gefunden. Aber dann werde ich jetzt langsam eine Methode finden, meinen mal anzuzünden, ne? Find da mal eine Methode, ja. Nix. Mag das nicht. Sollen wir das, den zweiten zuerst suchen, ne? Bevor. Würde ich sagen. Bevor du da jetzt. Und dann machen wir es einfach. Und versuchen wir es mal ganz schlau zu machen. Dann nimmt sich jeder Räucherstäbchen in die Hand, wenn ich das Ding anzünde. Dass wir im schlimmsten Fall ein Räucherstäbchen anzünden können. Ja. Das hat zwar bei mir noch nie geklappt. Nö, bei mir auch nicht. Aber. Okay, fehlt nur noch die Kerze. Bewegungssensor hat er schon. Hier ist ein Spiegel an der Wand. Och, das ist ja lame. Ja, kann ich da nichts für. Boah, ich hab die voll fiesen Sachen. Du hast einen Spiegel und eine Uja. Ja, hallo, du hattest eben auch die fiese Sache und wärst gestorben. Da muss ich ja im Haus sein, wenn du den Spiegel befragst, oder ist das egal? Ja, ne, muss ja auch im Haus sein, klar. Ja. Tut ja nix. Hast du schon befragt, oder? Nein. Ich gönne mir erst noch eine Dings. Ja, du musst ja nur ganz kurz reingucken, das ist ja... Nee, das muss schon so, dass man zumindest einen Raum sieht. Das ja, das siehst so, du ja, wenn du kurz reinguckst. Ja. Oh. Ah, ach so. Ja, ich gucke. Wo war jetzt zur Not ein Dings? Im Keller? Spind? Ja. Nee, Garage. Garage. Okay, ich gebe mir durchaus die Chance, etwas länger reinzukommen. So. Der Fall ist erledigt. Könnte ich wahrscheinlich direkt nochmal eine Pille nehmen. Natürlich, 42 runter. Und ich nehme noch ein Kreuz mit. Oh, das wird jetzt tödlich. Ist das so? Ja. Ach so, ja, du bist ja im Keller. Ja. Ich schaffe es aber irgendwie nicht, die Kerzen anzuzünden. Hä? Ach so. Ja, ich bin dumm. Man sollte auch das Feuerzeug vorher anmachen. Das hilft ungemein. So. Bist du? Ich bin bereit, ja. Ich bin aber diesmal ein bisschen. Ups, geht es schon los? Geht los. Was ist das? Ich glaube. Oh nein! Oh. So, jetzt will ich mal gerade was gucken. Habe ich jetzt das abgewehrt oder nicht? Was sind denn meine Statistiken? Ja. Nee, null.
Okay. Dann weiß ich es echt nicht. Aber okay. Das war jetzt, was haben wir jetzt? Spirit, ne? Ja. Ja. Genau. Ja. Okay, Hammer. Oh, ich hab null, ne? Null. Das ist. Oh, 4 hast du zwischendurch auch mal. Oh. Oh komm, das war mutig. Das war mein erstes Pentagramm und ich hab's überlebt. Ja. Muss man sich mal reinziehen. Gut, mutig natürlich nur insofern, als das. Du musst es ja. Es gibt dir ja keine Wahl. Ja, und? Ja. Hast du es mal geschafft? Ja, schon. Ich will damit nur sagen, du hättest es nie getan, wenn du nicht misst. Nö. Warum sollte ich das tun? Ja, ist Spaß. Nee. So. Next one. Mal, welche Wunder uns dieses Mal erwarten. Okay, hier wäre ein Schrank. Ich habe eine Udo-Puppe. Und ich habe den Geist gehört. Denn er hat eine Tür geöffnet. Bei dir oben. Ja. Du hast deine Voodoo-Puppe. Okay, ja, Voodoo-Puppe müssen wir natürlich. Ja, müssen wir auch erstmal eine Regel aufstellen, ne, weil du kannst ja mehrere Nadeln. Naja, komplett durch, wa? Ja, aber machen wir. Machen wir so. Ja, ich habe eine Spieluhr. Hey! Ah. Achso, kann ich ja noch fotografieren. So, Geist ist oben, sagst du? Ja. Dann widmen wir uns erstmal dem Geist und dann schauen wir mal. In der Garage sind 2 Spinte. Puh. Wo war der jetzt? Ja, er hat hier die Tür halt bedient. Die Spinntür da. Die Wandschranktür. Ist also schwer zu sagen, wo er jetzt genau ist. So, ich nehme mein Buch, ich nehme mein Kreuz. Ich habe oben Licht angemacht, müsste es dann an der Ecke da ausmachen. Okay. Und das Gute ist, dass ich das ja bedienen kann, wo ich will. Das heißt, ich kann mich ja auch da unten hinstellen und kurz vor die Kellertür und dann Opa wegschmeißen und gib's ihm. Ja gut, das kann ich mit der Spielbox ja auch. Ich kann ja auch da unten. Sure. Bist du hier? Wo bist du? Oh. Kurz mit. Welche Tür da jetzt aufgehen? Wo? Bist du hier? Wo bist du? Was willst du?
Bist du alt? Bist du ein Kind? Siehst du hier? Ich würde das gerne mal noch genau eingrenzen hier. Ob er jetzt im Flur rumturnt oder sich ein Zimmer genommen hat. Genau. Haben wir Strom an? Ja klar, ihr habt doch gleich ein Licht angemacht. Stimmt. Ich wusste nicht, dass da ein Zusammenhang besteht. Ja. Sah nicht so einfach aus. Dachte, Petroleumlampe oder so. Ja, es ist 3, der Raum 3,7 hier. 3,7 ist. Was? Der Raum hier. 3, nee, jetzt wieder nicht mehr. Ja, nee, der doch, läuft hier. 4,6. Bei mir nicht, bei mir. 1,9, ja. Okay. Im Flur habe ich 17, 19. Ja, ist der Raum. Bist du hier? Also gar keine Kamera aufgestellt, wird mir gerade auf. Irgendwie bin ich komplett aus dem Trott. Haben wir die Dings schon. Oh. Hm? Tür bedient. Haben wir hier noch einen Fingerabdruck? Nicht. Oh, ich höre das Buch. Haben wir Fingerabdrücke? Nein, aber Buch. Ah. Na. Zumindest habe ich es gehört, noch nicht gesehen. Ja, okay. Kramer gibt das schon mal. Ist das schön. Boah, hast du mich gerade erschreckt. Du hast gerade so geknarzt beim Reden wie der immer. Ja, gar nichts. Haben wir. Hatten wir jetzt noch was außer Buch? Mhm. Wir haben aber ein Orb. Ja. Mara Ribbon und Taille. Hast du wirklich Mara gesagt? Ich habe Mara. Und Dot. Mara habe ich gesagt. So, Fingerabdruck also eben fällt weg. Achso, wir haben Dot. Okay. Dann haben wir einen Taille. Ja, gut. Dann nehme ich mir diese Spieluhr hier. Nehme ich mir mal. Und gehe. Wo gehe ich denn hin? Hier in den Keller. Ja, Keller ist natürlich. Ist hier Platz? Könnte ich auch rein. Oh, das wird. Oh, das wird gefährlich. Bist du bereit? Dann mache ich jetzt. Jetzt. Hat er ja. Hat er schon wieder aufgehört? Weiß ich nicht. Ich höre nichts mehr. Die Treppe runtergelaufen.
Ja, und dann seitdem höre ich nichts mehr. Okay. Ja, hat sich wohl. Ja, Tür ist auf. Dann nehme ich mir mal was. Ich baue mal gerade, wenn ich was ausgemacht habe. Und dann habe ich ja noch eine gute Puppe, ne? Du hast auch, du hast noch 85%, ich habe 2%. Ja. Ja, der hat mich aber fast die Musikbox komplett durchspielen lassen, bevor immer. Dann nimm jetzt noch meine. Okay. Brauchen die jetzt ja eh nicht. Entweder sterben wir jetzt oder. Du hast recht. Ja. Nicht damit wird. Nee, das muss ich ganz sehen. So. Oh, hier hat er ganz gut geworfen hier. Ist er schon mal runter, oder? Nö. Bisschen. Also ich mache jetzt so lange, bis er halt kommt. Ja, bis er kommt oder bis halt in allen durch sind. Ja, ja. Ja. Okay. Ah! Da habe ich meine Räucherstäbchen verloren. Was ist? Oh, fast. Oh, sind da gewütet. ganze Wohnzimmer umgebaut. Ja. War aber interessant im Keller. War schon ein nettes Gefühl. Geatmet habe ich nicht mehr. Okay, ja. Ja, sehr schön. Wir haben nur keine Aufgaben erfüllt, aber ist mir jetzt egal. Ja, gut. Ich komme mit dem Geist während einer Jagd. Ja, toll. Ja, das zählt dann in solchen Fällen eben nicht, weil das. Ne. Fahr mal, wa? Ja. Sehr gut, sehr gut. $10 für den richtigen Geistertyp. Naja, gut. So, wo waren wir denn? Richview waren wir jetzt. Gehen wir ins Grafton. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Und wenn euch das gefallen haben sollte, dann lasst uns einen Daumen nach oben da und schaut nächstes Mal wieder zu, wenn wir diese Challenge weiterführen werden. Bis dahin sagen wir ciao, ciao.